Wieder nichts. Wie war das eigentlich bei dir und deiner Frau? Ja, ich bin zu ihr hingegangen und habe gesagt, hallo, ich bin der Karl. Hallo, ich bin Anne. Erhöhen Sie Ihren Dow Jane Index. Der Geheimcode für Ihren Traummann. Du willst einfach keine Verantwortung übernehmen. Und du willst rumbumsen. Ja, wieso denn nicht, wenn es Spaß macht? Weißt du, mit den ganzen Mädels, mit denen du da rumwurmst, meinst du eigentlich, die haben genauso viel Spaß, oder wie? Gehe ich mal schwer von aus. Die sitzen wahrscheinlich mit Liebeskummer zu Hause und müssen auch noch dankbar dafür sein, dass sie mal unglücklich sein dürfen, oder wie? Wie kommst du denn jetzt darauf, dass die sich in mich verlieben? Kann ja sein. Frauen tun sowas ab und an. Ja, meine nicht, das ist ja der Punkt. Meine sind erwachsene Frauen, die wissen, worauf sie sich einlassen. Da werden die Fronten von vornherein abgeklärt. Ludo, man kann doch ganz viel vorher klären, aber Dinge verändern sich doch. Beim dritten, vierten, fünften Mal verknallen sich Frauen eh immer. Ist das so? Ja, und da kannst du vorher abgeklärt haben, was du willst. Dann ist es trotzdem keine Freikarte, dich wie ein Arsch zu verhalten und die Verantwortung für die Sache einfach abzugeben. Was denn für eine Verantwortung? Verantwortung habe ich doch nur, wenn ich mit jemandem zusammen bin. Wenn ich von Anfang an zu jemandem sage, hey, lass uns Spaß haben, ich will aber keine feste Beziehung, dann habe ich keine Verantwortung und dann bin ich auch kein Arsch. Und wer das nicht gebacken kriegt, der kann es ja bleiben lassen. Dann gäbe es aber auch keinen Sex mehr für dich. Wie meinst du denn das jetzt? Mann, keine kriegt's gebacken, die tun nur so. Das ist ja der Witz. Pass auf, du sagst, hey, ich will nur Spaß haben, mehr nicht. Und sie sagt, ja komm, lass uns Spaß haben. Aber sie denkt, ist ja klar, dass der nur Spaß haben will bei den Ischen, die er vor mir hatte. Der weiß ja noch nicht, dass ich die letzte Cola in der Wüste bin. Aber wenn er es erstmal rausfindet, dann sehen wir mal weiter. Das heißt, während du bei deiner Ursprungsaussage bleibst, entwickelt sie sich in eine komplett andere Richtung. Ihr steht an völlig unterschiedlichen Punkten und du bist wieder der Arsch. Also entweder ich hab Sex und bin dann Arsch, oder ich bin kein Arsch und hab dann keinen Sex oder was? Ja. Ja. Dann bin ich lieber ein Arsch. Das war ja klar.